Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kaltbody-Akademie. Ich bin Dorian und ich habe was Neues für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich diese Folge mal den Titel geben, Brüder und Schwestern, ganz genau. Und zwar vor ganz langer Zeit habe ich das Lesen gelernt und ich habe mir gedacht, wenn ich das schon kann, dann wende ich das einfach mal an. Und ich habe mal das Buch von dem Dalai Lama, das Buch der Menschlichkeit gelesen und da habe ich den schönen Satz drin gefunden, wir sind alle Brüder und Schwestern. Und wie wir das Ganze jetzt, wie wir es den Bogen schlagen zum Kiten, erkläre ich euch. Und zwar ist es so, wir sollten aufeinander aufpassen auf dem Wasser und wir können uns auch gegenseitig einen Gefallen tun. Und zwar können wir uns gegenseitig einen Gefallen und eine Freude machen, wenn wir aufeinander Acht geben. Und wir können, wenn jemand sein Kiteboard verloren hat und er schon echt weit abgetrieben ist von seinem Kiteboard, haben wir die Möglichkeit, sein Kite einzufangen und ihm quasi vor die Füße zu bringen. Und ich denke, gerade wenn man Einsteiger ist und ihr den Upwind Body Drag noch nicht so richtig beherrscht, nebenbei bemerkt, den habe ich euch bereits schon vorgestellt, da gibt es auch eine Folge zum Upwind Body Drag, den müsst ihr lernen, aber vielleicht könnt ihr das noch nicht so richtig. Und ihr treibt ziemlich weit weg, habt euer Board verloren, dann habt ihr die Arschkarte. Die anderen Kiter, die vielleicht ein bisschen besser am Kiten sind, die können euch ja vielleicht mal eine Freude machen und euch das Brett vorbeibringen. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich hier euch jetzt. Und zwar habe ich zwei Sachen vorbereitet und ja, die müsst ihr üben und dann könnt ihr anderen Leuten einfach mal eine Freude machen oder mal einen Gefallen tun. Die erste Methode ist die einfachste und zwar funktioniert die folgendermaßen. Ihr fahrt auf das Brett zu, nehmt Fahrt raus, setzt euch mit dem Arsch ins Wasser, dann greift ihr die Grab Handle, also den Griff, den ihr an dem Brett habt, was da gerade vor euch schwimmt. Ihr greift es, nehmt es, wenn ihr Rechtshänder seid, einfach rechts, greift ihr hier, hakt ihr die Grab Handle ein und könnt die Bar greifen und den einfachen Wasserstart hinlegen und mit dem Brett in der Hand bis zu denjenigen hinfahren. Ihr könnt auch alternativ dann die Bar mit einer Hand lenken und die Grab-Handle einfach festhalten. Aber der Wasserstart ist leichter, wenn ihr die Bar mit beiden Händen festhaltet. Berücksichtigt dabei zwei Sachen. Ihr habt Rückenwind. Der Rückenwind drückt auf das Brett, welches ihr in der Hand festhaltet. Das bedeutet, es ist halt ein bisschen wackelig, das Ganze. Und ihr habt natürlich auch einen mega Schwerpunkt, wenn ihr jetzt mit der rechten Hand festhaltet, habt ihr rechts einen Schwerpunkt, was die Bar runterzieht. Das müsst ihr halt ausbalancieren können. Der zweite Tipp, wenn das Brett, was im Wasser ist, deutlich größer ist als euer Brett, dann macht es nicht so, dass ihr versucht, dieses große Brett mit einer ganz großen Angriffsfläche für den Wind in der Hand festzuhalten, sondern tauscht mal eben die Bretter durch. Steigt ihr in das Große rein, nehmt ihr euer leichtes, kleineres Brett in die Hand, fahrt hin, gebt ihnen das große Brett und haut einfach wieder ab. Vielleicht bedankt ihr sich auch noch bei euch. Also ich gehe mal davon aus, wenn man Brüder und Schwestern sind, oder? Und das war die erste Methode, sehr, sehr einfach, funktioniert auf Anhieb. Die zweite Methode ist da schon mal deutlich schwerer. Und zwar funktioniert die so, dass ihr auf das Brett zufahrt, ihr bleibt in Fahrt, versucht aber ein bisschen langsamer zu werden. Ihr fahrt so auf das Brett zu, dass wenn ihr beim Brett seid, dass das Brett hinter euch ist. Okay? Jetzt lehnt euch runter, habt ein bisschen Spannung im Arm, ihr dürft den Arm nicht lose halten, sonst zieht er nach hinten weg. Und ihr fahrt auf das Brett zu, nimmt Geschwindigkeit raus und versucht es an dem Strap zu greifen, der von euch weiter entfernt ist, also der nach vorne zeigt. Da greift ihr den, könnt ihn dann hochziehen und euch einfach unter den Arm klemmen. Alternativ könnt ihr das auch zwischen Knie und Ellbogen fixieren, das Brett, und so zu denjenigen hinfahren und ihm das Brett übergeben. Achtet dabei darauf, das Brett saugt sich mal ganz leicht auf der Wasseroberfläche fest. Das macht das Ganze etwas schwerer, wenn ihr dran vorbeifahrt und es versucht sofort hochzuziehen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe es versucht, es ist wirklich schwer. Leichter ist es, möglichst weit vorne an dem Brett zu greifen, deswegen vorne an dem Strap festhalten, das Brett leicht in Fahrt nehmen und dann einfach langsam anwinkeln und hochziehen, dann bekommt ihr es ganz leicht aus dem Wasser raus. Also, das sind die zwei Methoden, wie ihr das Ganze machen könnt.
Ihr könnt das ja mal üben und ja, vielleicht habe ich heute euch mal gezeigt, wie ihr anderen Leuten mal eine kleine Freude bereiten könnt auf dem Wasser. Übt es und ja, tut Gutes damit. Viel Spaß beim Üben. Ach so, habe ich ganz vergessen. Leute, ich freue mich mega, wenn ihr das Video liked. Ich freue mich, wenn ihr es abonniert. Und ich freue mich noch viel mehr darüber, wenn ihr anderen Leuten über meinen YouTube-Kanal was Positives, Nettes erzählen könnt. Vielleicht könnt ihr ihm ja auch helfen, indem ihr meinen YouTube-Kanal zeigt, oder? Also, überlegt es euch. Viel Spaß am Wasser. Haut rein, Leute.